Jeppson steigt. Auch Möller kann sich zum ersten Mal auszeichnen. Fritzson keinen Abnehmer am Kreis findet. Menzler wieder frei durch Möller. Mit der ersten Parade, die freistehend war. Flensburg rollt das Tempo stark auf. Auch weil Flensburg ist ordentlich verteidigt. Aber es braucht gar nicht so viel. Jetzt gibt sich mal die Lücke für Hampus Olsson, aber Kevin Möller. Nur ein Tor in den letzten 10 Minuten, natürlich deutlich zu wenig. Wieder ist es Kevin Möller, der hier immer mehr zum Faktor wird. Flensburg kann das Tempospiel. Um ganz ehrlich zu sein, da drücken wir natürlich die Daumen. Und Kevin Möller mit einer richtig guten Parade, weil den Abzug von Jeppson hat er spät gesehen. Flensburg zieht das Tempo auf. Am rechten Spielfeldrand nach wie vor behandelt. Ausgeführt hat. Pfiff bleibt aus. Die SG kann auf plus 8 stellen. Tempo ist gut von Luzaini. Gegen Balingen gelungen. Ein absoluter Teamplayer im Team von Nikolai Krikau. Heini trifft eigentlich die richtigen Entscheidungen. Möller mit einer ganz wichtigen Parade. 0 Tore aus 3 Versuchen. Und hier beweist er mir mal das Gegenteil, als wenn er es gehört hatte. Die 7 Meter bei Erlangen auf jeden Fall ein Thema. Und auch der geht nicht rein.